freue mich, dich bei Wer weiß denn sowas, das zweite Spiel begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, euch hier in meinem Chaos auf meinem Kanal ebenfalls begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nun musst Wer du dich nur noch weiß für ein denn Team sowas. Ja, die Entscheidung fällt uns sehr, sehr leicht, denn wir werden mal wieder Elten nehmen und ich habe unfassbar Bock auf Katrin. Es ist heute wieder Katrin-Time und... Schön, dass du hier bist. Im Archiv findest du die Mediathek, deine Erfolge und die Statistiken. Aber ich wollte doch gar nicht ins... Na, nee, jetzt laufbar. Laufen Sie bitte ins Studio rein, nicht wieder raus. Flucht. Katrin hat's mit der Angst bekommen. Es ist der Fame, der Ruhm. Sie ist jetzt schon so oft aufgetreten mit Elfen zusammen. Die hat so einen gewissen Promi-Status jetzt erreicht, weißt du? Eigentlich könnte sie das auch 1A als Merch rausbringen. Wobei, das so ein bisschen kollidiert mit Unges... Merchandise. Aber gut, jetzt sind wir in Wer weiß denn sowas. Ich wünsche euch da draußen hoffentlich viel Spaß bei einer neuen Folge. Heute bei Wer weiß denn sowas, Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wer weiß denn sowas, meine Damen und Herren. Wussten Sie eigentlich, dass männliche Bienen den Nektar komplett anderer Blumen bevorzugen als weibliche? So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben zwei wunderbare Teams. Wir schauen jetzt erstmal, wie viele Menschen welchem Team ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Unser Publikum wurde auch heute wieder gefragt, was glauben Sie, wer gewinnt diese Sendung? Und bitte setzen Sie sich auch auf diese Seite. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. So, was mache ich hier eigentlich? Was tue ich hier? Und das Team Elton. Fehlt nur noch. 12 Fragen für jede richtige Antwort, 500 Euro. Und beide Teams haben auch heute wieder einen Publikumsjoker. Es sind auch heute wieder 12 Kategorien auf unserer Wand. Die Kategorien sind... Heimwerke im Grünen, Trick 17. Ach, schon wieder Bohnen. Des Alltags. Technik, Fremdwörter, total genial, Neuheit, Hund, Katze, Maus, das Fragezeichen, Wohnen und... Clever. Da sind ein paar sehr schöne Kategorien dabei. Und wie immer darf das Team die erste Kategorie wählen, das mehr Menschen hinter sich hat. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Eine sehr gute Frage, denn wir haben heute jetzt mal, also Heimwerker, das kann vielleicht eine gute Kategorie sein, weiß ich nicht. Trick 17 hatten wir schon lange nicht mehr. Physik des Alltags finde ich auch richtig, richtig, richtig gut. Technik ist auch gut und total genial. Das sind so die Physik-Lifehack und irgendwie versuchen mit Logik zu beantworten Fragen. Wohnen ist eine ganz spezielle Kategorie, ja, wer das letzte Mal, glaube ich, schon gesehen, fand ich ganz furchtbar. Ach, siehst du, clever auch noch dabei. Krass, das heißt, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Fragen, wo ich sage, Komfortzone. Aber wie unterscheiden die sich denn? Trick 17 und total genial ist... das dasselbe? Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Komm, wir probieren es mal. Wir nehmen jetzt mal Trick 17. Warum sollte die Nassrasur morgens auf nüchternen Magen erfolgen? Was? A. Hautporen verschließen sich bei Nahrungsaufnahme. B. Vor dem Frühstück ist die Haut noch dicker. Oder C. Die Verdauung steigert Herzfrequenz und Durchblutung der Haut. Ah, dann ist es auf jeden Fall C. Herzfrequenz. Ich dachte erst so, auf nüchternen Magen. Keine Ahnung, weil du dich dann mehr konzentrierst. Wobei, eigentlich ist ja auch wieder schwierig. Also warum sollte die Nassrasur morgens auf nüchternen Magen erfolgen? Ist ganz, ganz grenzwertig. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, wenn ihr nüchtern seid und Hunger habt. Bei mir ist es dann irgendwann, gibt es so einen Punkt, da ist vorbei, da bin ich richtig eklig. Da stimmt bei mir so dieser Snickers-Werbeslogan, du bist nicht du, wenn du Hunger hast, stimmt bei mir wirklich 1A. Ist so ein Punkt, also ist so, man sieht so zunehmend und dann irgendwann ist der komplette Dämon ausgebrochen, der dann einfach nur Hunger hat. Dann sollte es sich natürlich auch nicht rasieren, weil dann rutscht er ja überall ab. Hautporen verschließen sich bei Nahrungsaufnahme. Das wäre ja Schwachsinn, weil welche biologische Funktion hat es? Ne? Vor dem Frühstück ist die Haut noch dicker, ist ja genauso Schwachsinn, weil dann müssten sich Zellen, ja, müssten sich in Luft, geht ja auch nicht. Aber natürlich, Verdauung. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Steigert Herzfrequenz und Durchblutung der Haut.
Also ist das auch aber der Haut? Naja, prinzipiell, du hast das ja eigentlich ja, im Magen, aber ist das dann auch die Haut? C ist eigentlich das plausibelste. Ah, ja. Alles wir machen Bauchgefühl und sagen C. Bauchgefühl, wie passend. Ihr nehmt C. Alles ja, andere macht aber keinen Sinn. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ich habe so gerade, als ich versucht habe zu erklären. Hautärzte empfehlen, dass Männer die Nassrasur morgens erledigen sollen. Denn je später der Tag, desto empfindlicher und weniger elastisch ist die Haut. Ein weiterer Tipp: Sie sollte auf nüchternen Magen erfolgen. Denn nach dem Frühstück ist die Herzfrequenz dank der Verdauungstätigkeit höher als vorher. Damit steigt die Durchblutung der Haut und mit ihr auch das Verletzungs- und Blutungsrisiko. Richtige Antwort. Und damit die ersten €500 Oder? Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Aber probiert's mal aus, wenn du damit Probleme habt. Ich bin für Fremdwörter. Oh Gott. Was denkst du? Ja, nipp das mal. Ich spekuliere total auf deine Sprachkenntnis. Wir nehmen Fremdwörter. Finde ich gut. Welche Abkürzung ist ein Beispiel für ein Backronym? Was ist denn? A. Schiri, B. LKW oder C. SOS? Was ist denn ein Backronym? Was sagst du zu A? Was ist das? Vom Gefühl wäre ich jetzt bei A. Fällt dir zu B was ein? Backronym. Das glaube ich nicht. Wir nehmen was A. Was ist denn ein Backronym? Wir nehmen A. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Backronym setzt sich zusammen aus dem englischen Wort backwards für rückwärts und Akronym. Im Gegensatz zu einem Akronym, das aus den Anfangsbuchstaben anderer Wörter gebildet wird, entsteht das Backronym vor der vermeintlichen Bedeutung. Ein Beispiel dafür ist SOS. Der Notruf wurde 1906 auf einer Funkkonferenz festgelegt, weil der Morsecode unter anderen Kombinationen direkt auffällt. Interpretationen wie Save Our Souls entstanden erst im Nachhinein. Ich hab nur Baro verstanden. 0 € auf dem Konto. Hat mir die Erklärung jetzt gereicht? Nein, hat sie mir nicht gereicht. Nächste Kategorie. Backronym. Entschuldigung, ich habe einfach die Erklärung nicht verstanden. Die Erklärung war für mich wie ein einziges Fremdwort. Backronym. Okay, was ist das jetzt? Ein Backronym bezeichnet ein Wort, dessen einzelne Grapheme erst nachträglich als... Ach, hör doch auf. Also, gut, es ist SOS. SOS. Also, pass auf, Physik des Alltags finde ich gut. Nehme ich sehr gerne. Okay, dann lass uns die einfach mal nehmen. Wodurch wird ein gelbes Vitaminbrausegetränk nach einer Stunde auf der Terrasse fast farblos? A. Licht, B. Wärme oder C. Sauerstoff? Oh nö. Ein gelbes Vitaminbrausegetränk. Also ich überlege gerade, was sind da für Vitamine drin? Also das wird ja sowas wie Ascorbinsäure zum Beispiel sein und Ascorbinsäure, ich habe die Strukturformel ungefähr im Kopf. Was gibt es noch für, also Vitamine sind meistens irgendwelche organischen Ringverbindungen, also schon irgendwie was Größeres. Können die also gelbe Farbe, also bei Ringverbindung ist es so, da legen wir jetzt chemisches Wissen frei, was irgendwie ganz tief verborgen ist. Also sollte das irgendwie falsch erklärt sein, all diejenigen, die es besser wissen, kommentiert das bitte und sagt, Korrektur. Also die Farbe, also wir sprechen hier von einer organischen Ringverbindung, wo auch könnt ihr euch jetzt mal entscheiden drin sind. Und das müsste die Farbgebung bewirken. Und das ist dann meiner Meinung nach kein Oxidations-, also kein sauerstoffabhängiger Prozess, der es dann farblos macht, sondern Licht. Bin ich der Meinung, wenn das, was jetzt in meinem Kopf gerade vor sich geht, einigermaßen stimmt, das ist schon mal völlig Wärme ist es definitiv nicht. Wie sicher bist du dir dabei? Nee, ich tippe auf Licht. Ich bin auf Licht. Gut, Licht, dann nehmen wir Licht. A ist eingeloggt. Ja, aber die Erklärung war ganz dünn. Ob das auch wirklich stimmt. Magnesium-Brausetabletten ist der Farbstoff Riboflavin 5. Ja, und das ist Dieser verleiht dem Vitamin-Brausegetränk eine gelbe Farbe.
Lässt man die Lösung im Sonnenschein draußen stehen, wird sie nach einer Stunde fast farblos. Riboflavin-5-Phosphat ist zwar wasserlöslich und hitzebeständig, aber sehr lichtempfindlich. Ja! Das Licht führt zu einer Spaltung der chemischen Bindung. Die Lösung verliert ihre gelbe Farbe. Also ich hab's schädlich auf diese Bisschen gesehen, aber das konnte ich jetzt nicht genau erklären, ohne Fehler zu begehen. Weiter geht's. Im Zweifel dann lieber gar nichts sagen, weißt du? Technik, sprich mich an. Ja, das ist doch gut. Wir hätten gerne Technik. Im Gegensatz zu Aktivlautsprechern können Passivlautsprecher A. angeschlossene Mikrofone mit Strom versorgen, B. deutlich platzsparender gebaut werden oder C. nur mit einem externen Verstärker betrieben werden. Keine Ahnung. Ich bin sehr froh, dass wir es nicht genommen haben. Aktivlautsprecher werden mit Strom versorgt, also werden alle mit Strom versorgt, aber die werden mit aktiv mit Strom versorgt, weil die einen eigenen Verstärker innen drin haben. Das heißt, da es um Passivlautsprecher geht, sind die wiederum einen externen Verstärker haben. A vielleicht? A würde ich ausschließen. Ich tippe auf C. Ich habe keine Ahnung. C eingeloggt. Wir werden es sofort überprüfen. Bei Lautsprechern wird grundsätzlich zwischen passiven und aktiven Geräten unterschieden. Aktive Lautsprecher werden meist in Verbindung mit Laptops, Tablets oder Fernsehern genutzt. Denn sie verfügen über einen integrierten Verstärker und erfordern daher lediglich ein Quellgerät zum Abspielen. Passivlautsprecher hingegen müssen mit einem externen Verstärker betrieben werden, da sie sonst stumm bleiben. Aber wie sehen die dann aus? Die ersten 500 Euro. Sieht man die, also erkennt man die auch in der Bauweise? Weiß das jemand? So, wie machen wir weiter? Tonspezialisten unter euch, ihr seid gefragt. Also es ist ja eh jetzt gerade sehr physiklastig, diese Runde. Das heißt, wir werden jetzt vielleicht einfach auf Wollen wir mal mit den Haushaltstipps anfangen? Auf die Haushaltstipps gehen. Mit einem Laubsägeblatt können A. abgebrochene Schlüssel aus einem Schloss geholt werden, B. gebrochene Kabel repariert werden oder C. tropfende Wasser hinabgedichtet werden. Also Laubsäge ist das so eine ganz... Ja, wie sieht das Sägeblatt aus, ist die Frage. Laubsäge. Also ich bin der Meinung, das sind diese... Ach nee, das ist ein Fuchsschwanz, was ich im Kopf habe, ne? Laubsägeblatt. Wie sieht das aus? Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Das ist schon mal gut. Abgebrochene Schlüssel aus einem Schloss geholt werden. Vielleicht gebrochene Kabel repariert werden. Vielleicht tropfende Wasserhähne abgedichtet werden. Vielleicht. So, wir brauchen jetzt mal Handwerker aus dem Publikum. Wir fragen das Publikum. Ihr nehmt den Publikumsjoker. Wer glaubt, hier helfen zu können? Stehen Sie ruhig auf. Problem ist, ich kann halt die Frage nicht beantworten, wenn ich nicht weiß, wie dieses Sägeblatt aussieht. So, wer könnte jetzt hier handwerklich begabt sein? Ihr habt euch alle gemeldet. Du hier vorne siehst aus... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Als wärst du... Warte. Du. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Ich tendiere eindeutig zu Antwort A. Schlüssel. Ja, darüber habe ich eine Doku gesehen. Eine Doku. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Bricht ein Schlüssel im Schließzylinder ab, kann ein Laubsägeblatt helfen. Das Blatt sollte möglichst feine Zähne besitzen und so dünn sein, dass es mühelos in das Schloss passt. Okay, dann habe ich doch das Richtige im Kopf gehabt. Nun muss es noch so abgebrochen oder geschnitten werden, dass an der Spitze unmittelbar ein Zahn nach hinten zeigt. Okay. Dann kann das Blatt mit den Zähnen nach hinten zeigend in das Schloss eingeführt werden und mit leichtem Druck auf das Schlüsselstück zusammen mit diesem wieder herausgezogen werden. Ah, ist auch ärgerlich, wenn sowas passiert. Also, richtige Antwort, 1500 Euro. Vielen Dank an die Handwerker da hinten. Nächste Kategorie für euch. Neuheit ist bestimmt spannend. Beziehungsweise es war ja Neuheit ist echt schwer. Nehmen wir Heimwerker?
Es ist schon relativ komplex. Im Grünen spricht mich an. Nix. Nee, Moment, mein Favorit. Fast ihm. Sie würde gefühlt alles nehmen. Hellgrüne Blätter an Tomatenpflanzen. A. Zeigen, dass die Tomaten reif sind. B. Sind ein Hinweis auf Nährstoffmangel. Oder C. Enthalten ein natürliches Mittel gegen Blattläuse. Wow. Ich habe keine Ahnung. Aber hellgrüne? Eventuell B? B würde ich vielleicht ausschließen. Vielleicht C. Wie stehst du zu A? Dass sie natürlich einen Abwehrmechanismus haben. Das kann nur A sein, oder? Ich bin für C. Ich bin für A. Ihr habt A eingeloggt. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Oder, das kann natürlich auch sein. Tomaten lassen sich sowohl im Garten als auch in Töpfen auf Balkonen oder Terrassen anbauen. Ja, bei mir, meine sind jetzt auch reif. Teilweise. Am wohlsten fühlen sie sich an einem sonnigen, warmen Standort. Werden die Blätter hellgrün und blass, dann ist das ein Hinweis auf Nährstoffmangel. Denn Tomaten sind stark zehrende Pflanzen. In diesem Fall sollte mit einem Flüssigdünger für Tomaten mehrfach gedüngt werden, bis sich die Blätter wieder dunkelgrün färben. Dann sind die Tomatenpflanzen ausreichend mit Stickstoff, Phosphor und Kalium versorgt. Es bleibt bei 500 Euro. Jetzt habe ich Bock auf die Tomate. Wie geht's bei euch weiter? Ja, wie geht es weiter? Es geht weiter mit den Physik. Also Heimwerker finde ich auch mega spannend. Aber lass uns mal einfach jetzt die letzte Komfortzone-Kategorie noch mitnehmen. Total genial, finde ich super. Okay. Womit können Flusen von der Kleidung entfernt werden? Ich mach's mit Tesafilm. Wenn gerade keine Fusselrolle zur Hand ist. A. Wasser. Kamm und feuchter Teebeutel. B. Schnürsenkel und Kerzenwachs. Oder C. Papiertuch und Haarspray. Ich könnte mir da in dem Fall vorstellen, Papiertuch und Haarspray, weil damit hast du einen Klebeeffekt. Also, wenn gerade keine Fusselrolle zur Hand ist, hatten wir das nicht schon mal? Oh, das ist schon richtig, richtig lange her. In Kombination mit Tierhaaren. Was muss man denn da mit den Händen machen vorher? Also ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Es könnte in dem ersten Spiel gewesen sein. So keine Fusselrolle zur Hand. Also diese Klebefusselrollen versuche ich jetzt mittlerweile tatsächlich so aus Umweltgründen zu vermeiden. Weil hast natürlich, also erstens, die kannst du nur einmal benutzen. Selbst wenn du dieses Schutzdings irgendwie darauf machst, hast du das Gefühl, dass da trotzdem irgendwie die Fusseln da dran kleben und du benutzt es irgendwie einmal. Vielleicht brauchst du für einmal irgendwie was abrollen. Wenn ich einen Mantel zum Beispiel abrollen will, brauche ich immer zwei so eine Klebedings. Das finde ich halt auch mittlerweile könnt ihr euch jetzt mal entscheiden, umweltunfreundlich. Es gab irgendwann mal bei Rossmann so eine andere Fusselrolle, also so nee, nicht so eine Rolle, sondern so ein Entfusselungsteil mit so verschiedenen Stoffdings. Aber wenn ich zum Beispiel auf Arbeit oder sowas mich extrem einfussel und ich habe nichts zur Hand, nehme ich wirklich so einen Streifen Tesafilm und ziehe das dann einfach so runter. Das funktioniert auch sehr gut. Aber das ist nicht die Kernfrage. Wir brauchen also irgendwas, was einen Klebeeffekt hat. Und das haben wir am besten mit einem Papiertuch und einem Haarspray. Ich würde einfach ein Tuch nehmen, ansprühen, dann hast du, es ist ja klebrig, und dann das Tuch drüber. Dann müssen eigentlich die Fussel dran kleben bleiben. Schnürsenkel und Kerzenwachs. Kerzenwachs würde ich niemals auf Klamotten machen, weil das geht dir wirklich tief in die Fasern unten rein. Das kriegst du nie wieder raus. Kamm und feuchter Teebeutel. Vielleicht auch eine Option, aber würde ich tatsächlich nicht machen. Also, lass uns zählen. Lass uns zählen. Also ich würde tatsächlich, also ich weiß es nicht, ich finde alles richtig. Ich finde das super interessant, aber ich würde nicht zählen. Schön, ja, warum? Also wir antworten. Loggen C ein. Hier ist die Lösung. Unschöne Flusen auf der Kleidung lassen sich auch ohne Fusselrolle leicht entfernen. Dafür Haarspray auf ein Papiertuch sprühen und über die Kleidung streichen. Das Haarspray enthält gelöste Kunstharze, die einen Film bilden. Ah. Die Flusen bleiben dadurch am Tuch ich hängen. Hätte gedacht, so sieht das Kleidungsstück wieder ansehnlich aus. Richtig. Vor allen Dingen, ich hätte jetzt ein Papier genommen und nicht so eine Küchentuch, kann ja auch was. Wir hatten jetzt ja ein bisschen Zeit, euch die nächste Kategorie auszusuchen. Das kann auch so ein bisschen gegenteilig, ne? Neuheit ist bestimmt spannend. Neuheit ist echt schwer. Lass uns einfach Wohnen nehmen. Wir schließen jetzt erstmal das aus. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Ja, dann los. Die können sich heute einfach nicht entscheiden, oder? Das Fragezeichen, bitte.
Bei welcher chinesischen Innovation vergingen über 450 Jahre, bis sie auch in Europa erstmals 450. eingeführt wurde? A. Papiergeld, B. Teleskop oder C. Ruderboot? Antwort A. Boah, okay, die Frage ist also, richtig schwer. Ahnung. Wäre B möglich? Das glaube ich nicht. Sagt dir C etwas? Ich könnte mir eigentlich fast... C würde ich vom Gefühl irgendwie ausschließen. Papiergeld vorstellen? Okay, wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Oder alle schon so... Wer glaubt, die richtige Antwort zu kennen? Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. Die drei da vorne gucken wie so, Zombies, wer soll es beantworten? Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ich denke ja. Ich würde sagen, es ist Antwort A. Darüber habe ich mal was gelesen. Hätte ich jetzt auch vermutet. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. So, hier kommt die richtige Lösung. Porzellan, Schwarzpulver, Seide. China galt schon früh als Land der Erfinder. Historiker gehen davon aus, dass auch das erste Papiergeld um das Jahr 1024 in China ausgegeben wurde, als während der Song-Dynastie die Münzen knapp wurden. Durch Berichte Marco Polos gelangte die Idee zwar bereits im 13. Jahrhundert nach Europa. Das erste Papiergeld wurde jedoch erst im Jahre 1483 ausgegeben, als die Mauren eine spanische Festung belagerten. Also über 450 Jahre später. So, 1000 Euro bei euch. So lange sind die halt auch so mit Kinderzeug rumgerannt. Wir haben noch vier Kategorien. Ich stelle es mir halt auch echt schwer in der Tasche vor, wenn du irgendwie Klippergeld irgendwie die ganze Zeit... Ja gut, aber da hat es ja auch noch anderen Wert gehabt. So, Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt die Komfortzone-Frage alle erfolgreich irgendwie abgearbeitet. Wäre jetzt die Frage, was sehen wir? Handwerker reizt mich ja so ein bisschen. Und der ersten Intuition soll man einfach mal nachgehen. Das klingt eigentlich ganz gut. Also wenn es schief geht, geht's halt schief. Silikon und Acryl werden beide zum Abdichten verwendet. Allerdings A. Trocknet Silikon wesentlich schneller als Acryl. B. Ist Silikon nicht überstreichbar und Acryl nicht wasserabweisend. Oder C. Bleibt Acryl deutlich dehnbarer als Silikon. Okay, Also, Silikonabdichtung kenne ich. Hier ist ja meistens irgendwie so weißes Zeugs in so einer Spritz. Hallo, 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 bleiben Sie bitte bei mir. Aber Acryl... So, mich würde an euch, die jetzt vielleicht ein bisschen Ahnung habt, die ihr zuseht, mich würde mal interessieren, in welchem Fall nimmt man denn was? Weil das wird ja bestimmt auch eine anwendungsspezifische Sache haben. Es könnte sein... Pass auf, ich könnte mir fast vorstellen, dass du sagst, Acryl nimmst du, wenn du irgendwie eine Dichtung, die wetterbeständig, also wäre jetzt meine erste Intuition, ohne irgendwie davon Ahnung zu haben, die vielleicht wetterbeständig sein muss. Also Silikon kennt man ja so in der Wohnung von normalen Fugen. Im Bad zum Beispiel hast du ja Silikon, wobei die ja auch könnt ihr euch jetzt mal entscheiden. Wassertechnisch abhalten. Also beim Bad, die Badewanne, da hast du ja Silikonverdichtung. Und, tja, gute Frage. Trocknet Silikon wesentlich schneller als Acryl? Ist Silikon nicht überstreichbar und Acryl nicht wasserabweisend? Oder es ist B. Silikon ist nicht überstreichbar, Acryl... Ah, und deswegen nimmt man Silikon und Badewanne und Co., weil es wasserabweisend ist und Acryl eben nicht. Bleibt Acryl deutlich dehnbarer als Silikon? Ich vermute eins einfach mal B. Ich schwanke zwischen Antwort B und C. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach erstmal das, weil... Das macht irgendwie mehr Sinn, aber mich stört irgendwie halt dann... Ich an meine Badewanne denke. Ansonsten... Wir haben B eingeloggt. Keine Ahnung. Hier ist die richtige Antwort. Silikon und Acryl sind Dichtstoffe, die sehr ähnlich verarbeitet werden. In ihrer Nutzung gibt es jedoch einige Unterschiede. Okay, erzähl. Silikon bleibt nach der Trocknung elastischer als Acryl. Ah, also Antwort C. Da Acryl nicht wasserabweisend ist, sollte im Sanitärbereich zur Vermeidung von Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden unbedingt Silikon verwendet werden.
Für den Innenausbau eignet sich jedoch Acryl besser, und Acryl, da es sich im Gegensatz zu Silikon überstreichen lässt. Und Acryl wird dann farblos wahrscheinlich. Das ist es, oder? 2.500 also Euro. Die ganze Geschichte mit den Anwendungsmöglichkeiten jetzt noch nicht verstanden. Drei Kategorien haben wir noch. Siehst du mal, ne? Hund, Katze, Maus ist bestimmt spannend. Hast du doch ein bisschen Ahnung. Ja, da sind wir uns auch einig. Wir hätten gerne Hund, Katze, Maus. Die Fellzeichnung einer Siamkatze. A. Ist gleichzeitig ein Wärmebild. B. Verrät, wie gut sie sich mit anderen Katzen versteht. Was? Oder C. Geht zurück auf das Wappen des Königreichs Siam. Wie findest du C? Das heißt, der hatte ein Wappen und da waren irgendwie drei Farben drin und so sieht die Siamkatze jetzt auch aus. Quatsch! Was hältst du von B? Ich bin fast für A. Da steckt die Idee hinter, dass zwei Katzen mit einer gleichen Fellzeichnung sich besser verstehen oder schlechter verstehen. Könnte es A sein? B kann natürlich auch passen. Also ich glaube nicht, dass die Katze ihre Fellzeichnung verändern kann. Nee. Wir glauben B. Hä? Ihr entscheidet euch für B. Hast du die crazy Frage? Ist das die Lösung. Siamkatzen sind von einer Genmutation betroffen, die zu Teilalbinismus führt. Das für die Produktion des Farbstoffs Melanin zuständige Enzym reagiert temperatursensitiv. Weil es im Mutterleib sehr warm ist, funktioniert es nicht und Siamkatzen kommen weiß auf die Welt. Kältere Körperteile wie der Schwanz werden dann also dunkler, abhängig von der genetischen Grundfarbe der Katze. Süß. Warme Stellen bleiben hell. Ihr Fell ist also gleichzeitig ein Wärmebild. Also doch, aber das ist, krass. Es bleibt bei 1.000 Euro. Das ist einfach so spannend. Und wir machen es einfach so kaputt. Eine Frage noch für beide Teams. Tja, Neuheit oder Wohnen. Also ich glaube, da werden wir definitiv Neuheit nehmen, weil Wohnen war nicht gut. Deutsche Forscher haben herausgefunden, dass Wurzelstoffe des Rhabarbers geeignet sind, um A. Leder umweltfreundlich zu gerben, B. Nagellack von den Nägeln zu entfernen oder C. Uhren wasserdicht zu machen. Ach du Scheiße. Also ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Oh, Rhabarber ist so eine zu was gehört denn Rhabarber? Was ist es für eine also ist Rhabarber eine Wurzel? Siehst du, da fängt schon mal an. Was ist Rhabarber? Ich lebe mir bestimmt seit 3 Jahren vor, wenn Rhabarberzeit ist, endlich mal wieder einen Rhabarberkuchen zu machen und ich schaff's einfach nicht. Immer dann, wenn ich denke, so ja, jetzt, weil ich keine Ahnung habe, wie man den zubereitet, muss ich den schälen und dann schneiden, weil ich würde voll gerne, das hatte ich in meiner Kindheit, fand ich das richtig geil, einfach so einen geilen Rhabarber-Streuselkuchen, weil du hast so die geile Säure vom Rhabarber und dann hast du so die Süße von den Streuseln oder vielleicht noch so ein bisschen Zucker drüber. Geil. Die Wurzelstoffe, Leder umweltfreundlich zu gerben, was heißt denn gerben, Farbe rausziehen, es sind so viele Begriffe, siehst du, das ist wieder sowas, könnt ihr euch jetzt mal entscheiden, das Wissen, das geht uns als Menschen langsam verloren, so als Allgemeinwissen, was sehr, sehr schade ist, weil wir mittlerweile überhaupt nicht mehr wissen, wie was funktioniert, wir kaufen's und das an Dienstleistung, was wir uns teilweise nicht kaufen können, wenn wir nicht fähig sind, das irgendwie selber zu machen, das lassen wir machen. So. Und wenn es da drauf ankommt, haben wir keine Ahnung. Gerben. Ist Gerben irgendwas mit Farbe? Nagellack von den Nägeln zu entfernen, das glaube ich eher weniger. Weil das, was Nagellack entfernt, das würde dann auch den Rhabarber töten. Uhren wasserdicht zu machen, glaube ich auch nicht. Ich bin fast hier für Leder. A würde ich dann mal ausschließen. Okay. Nagel entfernt bin ich nicht so. Nagellack von den Nägeln bin ich nicht so weit entfernt, wenn das wirklich ein saures Zeug ist. Vielleicht sind da auch Alkoholide irgendwas drin, dass das wegmachen kann. Ja. Also C würde ich jetzt einmal ausschließen. Komm, lass uns das erste nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme A. A ist eingeloggt. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Rhabarber ist eine einheimische und anspruchslos wachsende Pflanze. Auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Alternative zu Chromsalzen, die überwiegend für die Ledergerbung eingesetzt werden, machten Gerben? Sich deutsche Forscher Gerben, natürliche oder? Gerbstoffe in der Rhabarberwurzel, sogenannte Polyphenole, zunutze.
Vorteil dieser rein pflanzlichen Ledergerbung ist ein atmungsaktives, leicht zu pflegendes Leder und ein nachwachsender Rohstoff. Ah, durch Gerbstoffe Hautgefüge stabilisieren und dann Leder herstellen. Aber was macht das? Ich hab noch eine Frage. Eine Chance habt ihr noch. Das ist, wir wissen, dass es schon... Wohnen. Völlig aus uns Im Menschen raus. Im Gegensatz zu Möbeln, die als Retro bezeichnet werden, handelt es sich bei Vintage um A. tatsächlich alte Möbel, B. Möbel, die nur auf alt gemacht sind, oder C. aus recycelten Materialien hergestellte Möbel? Wäre B eine Möglichkeit? Ja, B. Möbel, die nur auf alt gemacht sind. Was sagst du zu Vintage, A? Vintage-Look. Ich glaube, Retro ist A wirklich alt. Also es müsste... Wir sagen A. Ihr nehmt A. Nee, Retro ist wirklich sein? Was alt und Vintage. Die beiden Begriffe Retro und Vintage werden häufig synonym verwendet. Dabei beschreiben beide unterschiedliche Eigenschaften. Als Retro werden Möbel bezeichnet, die alte Designs aufgreifen und diese neu produzieren. Doch andersrum. Vintage dagegen sind Möbel, die tatsächlich alt sind, aber noch nicht als Antiquität bezeichnet werden können. Doch, im Allgemeinen stammen sie aus den Produktionsjahren 1920 bis 1980. Also, 500 Euro haben wir draufgepackt, 1500 habt ihr. Also andersrum. Ja, alles gut. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Kontostand. Die bitte sofort auf Team Bernhard, 1500 Euro. Das Team Elton, 3000 Euro für euch. Das wird toll. Gleich stelle ich Ihnen die Masterfrage. Eine Frage an beide Teams mit drei Antwortmöglichkeiten und 20 Sekunden Zeit, die richtige Antwort einzuloggen. Ja, die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Politik. Bitte macht jetzt euren Einsatz. Die Politik kriegt von mir 1 Euro mehr. So, beide Teams haben gesetzt. Der Politik. Hier ist unsere Masterfrage. Welcher dieser Bundeskanzler schied als jüngster aus dem Amt? Ahnung. A. Kurt Georg Kiesinger, B. Willy Brandt oder C. Helmut Schmidt? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Also der erste, den kenne ich nicht. Willy Brandt, oh, ist auch episch lange vor meiner Zeit. Und Helmut Schmidt, oh, ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal Kurt Georg Kiesinger. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, wann welcher wie Bundeskanzler war. So, ich bin sehr gespannt, was ihr gesetzt habt. Das, ist so das wissen, Team Bernhard hat gesetzt. Interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Nicht überlebenswichtig. Das Team Elton. So, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort C. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Kurt Georg Kiesinger schied 1969 als Bundeskanzler aus im Alter von 65 Jahren. Willy Brandt 1974 im Alter von 61 Jahren. Und Helmut Schmidt 1982 im Alter von 63 also Jahren. Willy Brandt. Willy Brandt ist die richtige Antwort. Aber wir haben gewonnen. Das bedeutet, dass Team Elton gewinnt. Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen wieder. Pünktlich um 18 Uhr. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Tschüss, schönen Abend noch. Bis morgen. Yes. Siehst du, hier geht 38,90 einfach geil. Das ist doch mal was Gutes. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.